herzlich willkommen zu diesem neuen CoursOFU Web-Tipp bei CoursOFU Tech. Heute habe ich wieder mal drei Themen für euch vorbereitet. Wir fangen jetzt an mit der Seite Have I Be Owned? Was macht diese Seite? Diese Seite prüft nach in diversen Datenbanken, ob Nutzerdaten geleakt wurden von deinem Account. Das heißt, du gibst hier einmal zum Beispiel die E-Mail-Adresse an. Wir nehmen jetzt hier mal unsere Redaktionsadresse und prüfen nach Good News und er hat nichts gefunden oder zum Beispiel CoursOFU. Und da hat er hoffentlich auch noch nichts gefunden. Also es gibt sehr viele Daten oder sehr viele Accounts, die eben gehackt wurden, in diversen Untergrundforen oder sonst was auftauchen. Und diese Informationen werden da eben gegengeprüft und man weiß dann, okay, der Account wurde schon gehackt oder es liegen dazu Daten im Internet vor. Und es ist natürlich nicht repräsentativ, also wer denkt, da wären jetzt alle Daten oder es wäre ein hundertprozentiger Schutz, der irrt sich da natürlich. Aber wenn man die Vermutung hat, dass der Account kompromittiert wurde, dann kann man da zumindest sich mal ein Feedback geben lassen. Und ja, es ist dann auf jeden Fall ein Hinweis und man sollte vielleicht mal seine Passwörter ändern. Und es ist sowieso ratsam für jede Website, für jeden Dienst, eigene Zugangsdaten zu verwenden und nicht überall das gleiche Passwort. Klingt immer so leicht, ist es, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen umständlich, aber wir haben auch schon in Videos gezeigt mit Passwort-Saves, wie man seine Passwörter verwalten kann. Und das bietet sich natürlich da an, um seine Sicherheit zu erhöhen bei solchen Sachen. Die nächste Seite, die ich euch vorstellen möchte, ist WeTransfer.com. WeTransfer.com ist eine Seite, mit der man sehr einfach Daten anderen Leuten übermitteln kann. Es ist vergleichbar mit so einem Art One-Click-Hoster. Größere Dateien machen ja keinen Sinn mehr, per Mail zu verschicken. Sowas, sag ich mal, das macht man meistens über irgendwelche andere Dienste, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, zum Beispiel über eine eigene Own-Cloud oder über Dropbox das zu machen. Vielleicht möchte man es auch gar nicht oder muss einfach nur mal schnell was machen und möchte seinen eigenen Account damit nicht belasten, dann ist WeTransfer.com eigentlich eine recht nette Geschichte. Es gibt einmal die kostenlose Variante, da kann man Daten bis zu 2 GB verschicken. Es gibt aber auch die größere Variante, da hat man 100 GB Speicherplatz und hat dann eben die Möglichkeit, 20 GB große Dateien zu verschicken. Wie gesagt, für die meisten von euch wird es wahrscheinlich reichen, wenn man diese kleine Variante nutzt. Und jetzt muss man das Ganze hier nochmal mit den Nutzungsbedingungen akzeptieren. Und das ist wirklich kinderleicht. Ich gebe hier einmal ein, was ich verschicken möchte oder was ich hochladen möchte. Das ist jetzt mal einfach der Firefox. Und dann gebe ich jetzt hier ein, erstmal, wen ich da hinzufügen möchte. Keine Ahnung, CoursOFU Tech. Und gebe jetzt hier... eine E-Mail-Adresse, okay, war ich jetzt gerade falsch. CoursOFU @, das ist unsere Test-E-Mail-Adresse, outlook.com. Okay, jetzt könnte ich hier noch meine eigene E-Mail-Adresse, das wäre redaktion@coursofu.com. Und jetzt könnte ich hier noch eine Nachricht hinterlassen. Das ist, was ist denn heute los? Die Datei fürs Video. So, und jetzt übertrage ich das Ganze. Das sieht auch noch recht futuristisch aus, das Ganze, muss man wirklich sagen. Und am Ende bekommt man dann einfach eine Mail und man schickt dem Gegenüber auch nochmal eine Mail und kann so relativ schnell Daten austauschen. Gut, das war es jetzt schon mal für diese beiden Themen. Am Ende habe ich wie immer nochmal einen kleinen Rausschmeißer. Diesmal ist es aber kein Musikcover oder sonst was. Diesmal handelt es sich um eine Webserie. Eine Webserie, die am Anfang im Web veröffentlicht wurde. Mittlerweile ist sie dann auch schon auf Comedy Central gelaufen. Ist aber weiterhin bei MyVideo zu sehen. Und das ist jetzt so das erste Mal, glaube ich, dass ich seit langem mal wieder auf myvideo.de war. Und ich habe diese Serie damals auch auf einer anderen Plattform verfolgt. Aber ich kann euch nicht mehr sagen, wie die Plattform hieß. Und die Plattform gibt es, glaube ich, auch mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und das ist eine Serie, die wurde 2007 oder 2008 schon mal im Internet veröffentlicht. Wie gesagt, zwischenzeitlich dann 2011, 2010 bei Comedy Central. Die Rede ist von Das Kollegium, der Klassenkampf im Lehrerzimmer. Das ist sowas, kann man sich vorstellen, wie Stromberg, so Office, IT-Crowd, nur eben halt alles so ein bisschen im Lehrerzimmer, in der Schule.
vielleicht auch vergleichbar mit der Lehrer, nur der Lehrer ist ja so ein bisschen eher in den Klassen, da geht es wirklich um das Kollegium, um verrückte Lehrer, durchgeknallte Gestalten. Eine Schule, die in Brandenburg ist, die vor ein Gymnasium, das von der Schließung bedroht ist und das dann eben von einer Rektorin gerettet werden soll. Und das Ganze ist sehr lustig, ist sehr kurzweilig, es sind kurze Folgen, immer so 5 Minuten lang, 10 Minuten lang, kann man sich auf jeden Fall geben, ist meine Empfehlung, ist teilweise saulustig und hat so, wie gesagt, diesen Charme von Stromberg. Wer sowas nicht mag, sag ich mal, für den ist diese Serie natürlich nichts, aber für alle Leute, die sowas gerne sehen oder auch kennen, die, denke ich mal, die wird sowas ansprechen. Da gucken wir jetzt kurz mal in die erste Folge rein und das war's dann auch schon wieder mit den Webtipps für diese Woche. Lasst eine Nachricht in den Kommentaren und wir würden uns natürlich auch über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steffen Kolb von Kurs of UTech. Morgen. Mein Gott, ich vergesse jedes Jahr wieder, wie hässlich die Schüler hier alle sind. Mhm. Sowas verdrängt man schnell. Obwohl, bei der Kamit aus der 9B hat sich über die Ferien einiges getan. Ja, da ist ja schon alles dran, was man so braucht. Warum habe ich mich damals bloß in diese Stasi-Kaff versetzen lassen? Oberschwichow. Da hört man doch schon am Namen, dass hier nur Deppen wohnen. Ach Mensch. Die Räume aus der 10. hat einen richtig fetten Arsch gekriegt. Schade, das war mal so eine hübsche. Na, Schnabel, haben sich die 15 Jahre Stelfige-Knechte endlich ausgezahlt, hä? Kölle, hast du es noch nicht gehört? Hä? Sag mal, spinnst du? Was schnüffelst du hier im Lehrerzimmer rum? Geh sofort zurück in deine Klasse. Ich bin Sabine Weigand, die neue Referendarin. Katholische Religion und Englisch. Woher soll ich denn das wissen? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich muss diese verdammten Rotzbengel und Lolitas nicht mehr sehen. Nie mehr Justin Tronbecker. Nie mehr Samantha Klinko. Ich bin frei. Na, wie viele Jahre habt ihr denn noch, hm? Kevin Pannenbecker. Ich dachte, der Typ wäre geflogen. Der? Er ist Justin Pannenbecker und hatte nur einen 2-wöchigen Schulverweis. Der Typ ist strunzdumm. Das einzige Mal, dass der ein Buch in der Hand hatte, war letztes Jahr, als er dem Jeremy damit die Zähne eingeschlagen hat. Stammt ja auch aus einer bildungsfernen Familie, der Kevin. Alles Asoziale, die ganze Sippschaft. Was der auf dem Gymnasium macht, ist mir schleierhaft. Früher hätte man sowas auf der Sonderschule entsagt. Früher. Früher mussten wir auch nicht um jede Neuanmeldung kämpfen, wie eine 48-jährige Hafennutte um ihre Freier. Entschuldigen Sie. Hallo, Herr Hörn. Danke. Wer ist die denn? Wie Sie ja wahrscheinlich wissen, ist Ihr Schulleiter, Oberstudiendirektor Pfaff, gesundheitsbedingt aus dem Schuldienst ausgeschieden. Nennen Sie das Kind doch beim Namen. Er ist in der Klapse. Anyway. Mein Name ist Hilde von Gröling-Müller und ich bin ab heute Ihre neue Schulleiterin. Was ist mit dem Schnabel? Ich weiß, dass Sie mit einem anderen Kandidaten gerechnet haben. Das Oberschulamt hat mich hierher ans Wilhelm-Pieck-Gymnasium versetzt, weil ich schon Erfahrungen mit ähnlichen Krisensituationen habe. Im Zuge der vom Kultusministerium verordneten Sparmaßnahmen soll das Wilhelm-Pieck-Gymnasium zum Ende dieses Schuljahres geschlossen werden. Sag ich doch. Mach die Benedikt, mach die Benedikt. Außer
Wir schaffen für nächstes Schuljahr mehr Schülerneuanmeldungen als das Theodor-Fontane-Gymnasium. Das Theodor-Fontane ist eine Schule modernster Prägung. Die haben ja sogar eine Mensa mit ayurvedischer Küche. Na, lassen Sie sich doch auf Ihre Musterschule versetzen, Specki. Konkurrenz beliebtes Geschäft. Wenn es uns gelingt, die Schule zeitnah zu restrukturieren, haben wir eine reelle Chance. Ich habe zu diesem Zweck ein 10-Punkte-Programm namens Kollegium entwickelt. Der erste Punkt ist Kollegium. Denken Sie daran, Kollegium kommt von kollegial. Supporten Sie sich gegenseitig. Schaffen Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Freunden Sie sich mit Ihren Kollegen an. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Der zweite Punkt, Konfliktmanagement. Die Müllpanschen sind im Hof. Wo denn? Da, wo denn? Da. Ich sehe nichts. Da hat wohl jemand was gegen die neue Mülltrennungsverordnung, ne? Der feixende Typ daneben. Ist das nicht der Florian Müller? Was? Wer ist das denn? Der Sohn der Direktorin.